Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich habe hier was ganz Tolles liegen, nämlich Pichu Post. Und ich freue mich jetzt schon so sehr, da reinschauen zu können. Ich habe hier schon meine Schere, was wir aufmachen können. In diesem Paket sind Sachen für zwei schöne Videos drin. Heute zeige ich euch eine Sache. Und nächste Woche kommt dann die andere dran. Oh, ich freue mich. Denn schaut mal, da steht nochmal für Jule mit Herzchen. So süß. Danke dir, liebe Pichu. Es ist wieder ein Kooperationspaket. Und ja, ich freue mich, euch ein paar schöne Sachen zeigen zu können. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und ja, das Paket ist gestern übrigens gekommen. Und ich hatte gestern aber Sommerfest von meiner Abteilung. Das heißt, ich konnte noch nicht reinschauen. Und umso mehr freue ich mich dann natürlich jetzt und heute. Ich war bei Arbeit und konnte meinen Feierabend kaum abwarten. Und jetzt bin ich hier und kann endlich mal reinschauen. Ja, ich guck mal, wo hier was ist. Und dann hole ich mal das aus, was ich euch heute in dem Video zeigen möchte. Das ist nämlich was ganz, ganz Tolles. So, und wer ein bisschen bei Pichu schon mal auf die Homepage geschaut hat und auch in ihrer VIP-Gruppe ist, der hat vielleicht mitbekommen, dass Pichu dieses Jahr ein wunderschönes Halloween-Paket anbietet. Das ist diesmal kein Mystery-Paket, sondern man weiß, was drin ist. Eine Sache stand noch nicht so ganz am Anfang fest. Das ist mit hier drin. Ne? Also wer die eine Sache nicht wissen will, der muss jetzt mal ein bisschen überspringen. Ja, wer sich da überraschen lassen möchte. Ansonsten möchte ich euch heute dieses wunderschöne Halloween-Paket von Pichu vorstellen. Und ich freue mich total schon darauf, denn das wird auf jeden Fall mein Bild für Thrills and Chills für dieses Jahr 2023. Ich mache ja zu diesem Event bisher immer, hatte ich immer zwei Bilder. Auch dieses Jahr werde ich mit zwei Bildern dabei sein. Auf jeden Fall ein Halloween-Bild und das ist das Schöne von der Pichu und ein Landschaftsbild, ein Herbstbild sozusagen. Ja, aber das wird auf jeden Fall mein Hauptprojekt werden, weil das ist, ich finde es einfach so, so schön. Ja, wer bestellt, bekommt auch so ein schönes Briefchen mit und auch hier nochmal ein Jule mit Herzchen und ein lieber Gruß mit viel Spaß. Dankeschön für deine Unterstützung und Liebe, Jule. Dieses schaurig süße Bild wurde von der Künstlerin Vai Jovanka gezeichnet und ist dadurch exklusiv und lizenziert. Du kannst es dadurch für Projekte benutzen wie Thrills and Chills oder Bohr und Schüttelfrost. Das ist nämlich ganz wichtig. Beide von diesen Events sind nämlich mit der Voraussetzung, dass man eine lizenzierte Künstlerartwork hat, um daran teilnehmen zu können. Und das haben wir hiermit, ne? Weil dieses Bild hat Pichu extra anfertigen lassen nach ihren Vorstellungen oder nach ihrer Idee. Ihre Idee war diese. Und ich finde das einfach so putzig. Und die liebe Vai Jovanka hat diese Skizze daraus gemacht. Und das ist das Ergebnis. So eine süße Miets am Hexenkessel mit Katzengeistern und einfach... Ha, also ich finde es einfach toll. Es sind auch absolut wieder so meine Farbrichtungen. Und ich finde, das passt so super zu Halloween. Das passt so super zu mir als Katzenlady. Deswegen gucken wir uns das jetzt direkt an. In dem Paket kommen nämlich ganze vier Sachen zu euch. Nicht nur das Bild, sondern auch noch ein paar andere ganz, ganz tolle Sachen. Und da bin ich jetzt mega gespannt. Wir fangen mal an mit dem hier. Bei dem Paket ist nämlich eine Halloween-Tasse mit dabei. Und da freue ich mich tierisch drauf. Ich liebe Tassen. Kennt ihr das? Seid ihr auch so Tassensammler? Ich finde es... Oh, die ist sogar richtig gut verpackt. Ne? Also schön. Kommt dann auch wirklich heile an. Und, oh. Und auf der Tasse ist natürlich auch das Motiv drauf. Schaut mal euch an, wie toll das aussieht. Da ist die Miets mit dem Hexenhut.
Und ganz viele Katzigeister sind mit dabei. Der Mond im Hintergrund ist auch zu erkennen. Oh, ist das süß. Also mein Herz schmilzt gerade. Und das ist so eine richtig schöne große Kaffeetasse, so ein richtiger schöner großer Pott. Finde ich perfekt. Da weiß ich auf jeden Fall, woraus ich jetzt immer meinen Kaffee trinke oder meinen Tee, wenn ich dann im Winter oder wenn es kälter wird, Pente. Gesagt, gerade im Oktober, das ist so dann für mich die Zeit, wo ich dann wieder anfange, viel warmen Tee zu trinken. Und da habe ich jetzt die perfekte Tasse dafür. Und ich finde das so, so schön. Also ich freue mich. Das ist das erste Teil von dem wunderschönen Halloween-Paket. Dann kommen wir zu den nächsten zwei Sachen. Was ja noch bekannt ist, dass es einen Magneten gibt. Bitte schön eingepackt. Ich finde diese Tütchen immer sehr, sehr praktisch. Voilà. Und da ist auch ein richtig schöner Sticker noch mit drauf. Öffnen und freuen. Und genau das tue ich gerade. Ich freue mich tierisch, tierisch. Ich hole mal den Covermind raus oder den Magneten. Das ist ein Kühlschrankmagnet. Könnt ihr übrigens perfekt als Covermind nutzen. Der kommt so daher mit einem schönen, dicken, starken Magneten auf der Rückseite. Und wenn ihr einfach von einem anderen Coverminder so ein kleines Magnetchen nehmt, könnt ihr den einfach hinten drauf tun und dann habt ihr einen Coverminder passend zu dem Halloween-Bild. Werde ich auf jeden Fall nutzen, wenn ich das Bild mache. Nehme ich den Magneten als Coverminder und danach kommt er auf jeden Fall an meinen Kühlschrank, dass ich ihn dann auch jedes Mal sehe, weil der ist echt so hübsch. Der braucht einfach dauerhaft einen Platz, wo ich ihn dann immer ja, bewundern kann. Finde ich richtig, richtig gut. Ne? Also, wie gesagt, einfach einen Magneten hinten dran und schon könnt ihr diesen hübschen auch als Coverminder nutzen. Ja, und wenn ich die Farben von dem Magneten sehe, dann freue ich mich jetzt schon tierisch auf das Bild. Und ja, Magnet und Tasse, ihr seht, passt so super zusammen. Ich bin echt, echt happy. Legen das mal so. Mal ein bisschen sehen. Und wir gucken uns jetzt noch die dritte Sache an. Die haben wir hier mit in unserem Tütchen drin. Was haben wir hier? Oh, das ist das Ladekabel. Das hängen wir mal noch ein bisschen zur Seite. Das müsst ihr nicht sehen. So. Ja. Die dritte Sache ist nämlich auch passend zu den anderen Sachen. Ein Schiffchen von Pichu und zwar in einem wunderschönen neuen zweifarbigen Design mit Stöpsel in Herzform und dem Hexenhut von unserer Miez. Richtig, richtig toll, ne? Also ihr seht, passt alles super stimmig zusammen, auch die Farben. Wir haben hier nämlich das Grün aus der Suppe vom Hexenkessel und das Lila wird aufgefangen auch in der Miez. Deswegen sehr schön stimmig zum ganzen Paket. Und wow, schaut es euch an. Ja, wir haben wieder so einen wunderschönen Deckel, wie gesagt, mit dem Hexenhut drauf. Der ist oben lila. Unser Hexenhut ist grün. Und die Unterseite ist auch grün. Und das ist so ein richtig schönes, giftig leuchtendes Grün. Also echt passend für Halloween, finde ich. Und ja, na, auch der Deckel zweifarbig. Finde ich richtig, richtig cool. Genauso wie innen. Also das schaut richtig, richtig schön aus. Unser Stöpsel ist auch zweifarbig. Wartet, wir machen das mal so, dass sie es auch richtig schön scharf stellt. Und das ist so toll gedruckt, also ich bin da richtig, richtig happy. Ich liebe ja diese kleinen Schiffchen von der Pichu und warum? Die liegen einfach so perfekt in der Hand, ne, so zum Schütteln. Die sind für mich so absolut super handlich, dass ich die für meine kleinen Hände, ich habe so Handschuhgröße zwischen 6 und 7, also nicht wirklich riesig, ja. Die sind einfach perfekt. Als ich das erste Mal so ein kleines Schiffchen von der Pichu in der Hand hatte, habe ich mich direkt instant drin verliebt und ich nutze die wirklich aktuell am allerliebsten.
Und ja, auf das freue ich mich schon, weil ich finde die Farbkombi einfach den Hit. Na, also, das ist richtig, richtig schön und ist so schön gedruckt. Unten ist es grün. Ja, also ich finde es, ich bin begeistert. Werden wir auf jeden Fall dann ausprobieren, wenn wir das Bild dann auspacken. Da sind ja Steinchen dabei. Ich habe übrigens das Bild mit runden Steinchen bestellt. Und ja, mal wieder ein bisschen zur Abwechslung. So, finde ich richtig gut. Und das Schöne an diesen Schiffchen ist übrigens, diese sind stapelbar, ne? Also man kann sie übereinander stapeln, man kann aber auch zwei kleine auf ein großes stapeln. Die passen da perfekt zusammen. Und ja, ich finde es einfach richtig, richtig gut. So, werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Und ihr seht, es passt halt wirklich alles richtig, richtig süß zusammen. Auch passend zu unserem Briefchen. Okay, ich würde sagen, wir haben uns jetzt die Sachen schön angeschaut und jetzt juckt es mich in den Fingern, dieses wunderschöne Bild auszupacken. Und das machen wir natürlich auch zusammen. Unser Bild schön groß ist, werde ich hier erstmal die schönen Sachen erstmal zur Seite stellen, damit wir auch genügend Platz haben. So, schön vorsichtig. Und hier ist unser Bild. Das Bild kommt auch noch mal sehr schön in so einer geschützten Verpackung an mit Luftpolsterfolie. Und ihr könnt übrigens, wenn ihr nicht das ganze Paket haben wollt, dieses Bild auch einzeln bei Pichu bestellen und sie hat das sogar auf Lager. Ne? Also falls ihr euch da überlegt und ihr sagt, na, ich brauche jetzt nicht das komplette Paket, ihr könnt das Bild auch einzeln erwerben. Schaut da einfach mal vorbei. So. Ich verlinke euch übrigens alles, sowohl das Paket als auch die Bilder, die man einzeln kaufen kann, unten in die Beschreibung. Ich finde es wirklich toll, dass Pichu dieses Bild auch auf Lager hat. Na, also, falls ihr euch das dann entscheidet, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das Bild pünktlich zum Herbst, zum 1. September dann auch bei euch ist. Weil dann natürlich der Versand einfach kürzer ist. So. Okay, das ist gut zugeklebt. Deswegen schneide ich das mal hier oben auf. Ich mache das nur immer sehr vorsichtig. Ich möchte natürlich auch nicht mein Bild beschädigen. Und da ist es geöffnet. Passend zu Halloween eine schöne schwarze Tasche natürlich. Und ich nicht komplett alles aufgeschnitten. Oh, schaut mal, das Pichu-Hasi. Und oh Gott, ich sehe schon wieder den Druck. Schaut mal, der sieht sowas von astrein aus. Gestochen scharf. Ne? Also wenn man nur so ein bisschen rauszieht und man sieht den Druck und man ist schon vom Bild begeistert, so muss das sein beim Diamond Painting, wenn man mich fragt. So. Das Bild kommt schön geschützt. Extra nochmal in einer Folie mit an. Knistern wir mal ein bisschen rum. So, und oh, die Leinwand. Na, also, es ist auf jeden Fall wieder eine wunderschöne Flauschleinwand. So wie ich das liebe. Ja, und schaut euch den Druck an. Also, das ist wirklich gestochen scharf. Absolute 1 plus. Dann befreien wir das Bild mal. Alles schön gesichert. Und ihr könnt auch hier sehen, ne, die Ecken, das ist alles richtig, richtig gut, ohne irgendwelche Knicke, ohne irgendwas. Überhaupt, wow, wie viel Farben hat dieses Bild? Das sieht, finde ich, richtig toll gepixelt aus. So, und wir haben übrigens hier unten auf der Leinwand auch alle
Social Media Kanäle und natürlich auch nochmal den Shop von der Pichu, wo ihr Pichu finden könnt und wo ihr euch über alles informieren könnt. Sie ist nämlich auf Instagram vertreten, auf ihrem Shop, wo ihr auch die ganzen Produkte von ihr findet, auf Facebook, auf TikTok und auf YouTube. Ja, unsere liebe Pichu macht auch YouTube-Videos. Schaut da unbedingt mal rein. Ich mag ihre Videos sehr, sehr gern. Schaut ihr da wirklich sehr gern zu. Wow. Schaut mal, da ist unser Hexenkessel mit dem Totenschädel. Sehr schön finde ich auch das Blümchen hier im Eck. Also ich finde, das ist so schön stimmig. Ja, und hier sind auch schon die ersten Katzengeister. Und da ist unsere Mietz am Hexenkessel, wie sie schon fleißig ihr Gebräu rührt. Wow. Wow, wow, wow. So, und da sind unsere Steinchen. Die Steinchen kommen in zwei Paketen an. Einmal mit Legende. Und die restlichen Steinchen auch nochmal schön verpackt. Richtig schön, wie wir es kennen, in Zipptütchen. Mit DMC-Nummer und Grammangabe. So. Da haben wir das Pichu-Logo. Das Bild kommt zu euch in 50x70 und es hat 55 Farben, was auch wieder sehr, sehr schön ist, denn Pichu hat Koffer bei sich im Shop. Und diese Koffer umfassen 56 Döschen und die Standardbilder von Pichu haben immer so um die 56 Farben, dass ihr auch alle Farben perfekt in ihren Koffer unterbringen könnt. Also, ihr kennt ja mein Problem, ne? Ich sehe ein schönes Bild vor mir, ein neues Bild und denke, boah, das würde ich jetzt am liebsten anfangen. Wir fangen natürlich nicht an, wir fangen pünktlich mit Tools and Chills an, das Bild zu kleben, denn das ist nämlich ganz wichtig bei Tools and Chills. Ihr braucht ein lizenziertes Bild und das Bild darf noch nicht angefangen sein. Ja. So, ich zeige euch auch nochmal die Legende. Na, also kann man alles sehr schön erkennen. Wir haben schöne Symbole und da haben wir nochmal die Chibi Pichu. So, und unsere Leinwand, die schöne Flauschleinwand und wunderschön abgestirbt am Rand. Ja, ich werde das Bild, dann nachdem wir uns die Steinchen angeguckt haben und das Schiffchen mal getestet haben, nochmal unten auf den Boden hinlegen, weil das Bild ist einfach zu groß für meinen Tisch, um das euch jetzt im Kompletten zu zeigen, aber das machen wir natürlich, weil das gehört einfach dazu, das muss einfach sein. Ich kann euch nur eins sagen, die Leinwand ist so schön, wenn man die hier so hinlegt, die ist mit einem Schlag glatt, obwohl sie gerollt zu euch kommt. Und ja, die Knitter, die ihr hier seht, das sind einfach nur die typischen Knitter in der Folie. Wenn man, wir machen das mal, wir demonstrieren das, hier seht ihr. Und wenn man das nämlich abzieht, dann habt ihr unten eine wunderbare, glatte Klebefläche von Portclou. Richtig, richtig schön. Wir machen mal den Klebecheck. Richtig schön sticky, so mag ich das. Ja, ach, das ist ein Traum. Ihr wisst, ich liebe den Sommer und als kleinen Trost, wenn der Sommer dann vorbei ist, weiß ich, Jules and Chills fängt an und ich habe ein wunderschönes Projekt vor mir. Trotz Halloween, aber mit richtig tollen Farben. Ihr wisst, ich liebe es bunt. So, ich hole euch ein bisschen runter und wir gucken uns die Steinchen an, die Legende an. Und natürlich testen wir die Steinchen auch in dem neuen Schiffchen. Das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Ja, auch ein Timmy ist mit dabei. Der hat wahrscheinlich gehört, dass ich von Katzen gesprochen habe. So. Und wir gucken rein.
Wir fangen natürlich hier an, wo auch unsere Legende mit drin ist. Tatatatam, wo haben wir es? Und da ist der Anfang. Wir machen kurz leer. So, da sind all unsere Steinchen und ihr seht, wir haben viele dunkle Farben mit dabei, von schwarz bis dunkelblau und ein bisschen helleres Dunkelblau. Aber neben den vielen dunklen Farben, die natürlich im Hexenkessel und im Hintergrund mit verbaut sind, haben wir auch richtig, richtig tolle satte Farben mit dabei und ich finde, das macht dieses Bild so abwechslungsreich. Und das ist ja das, was ich wirklich am Painten liebe, wenn man einfach richtig schön Abwechslung hat. Ne? Also ich mag Konfetti, ich mag aber auch Colorblocking, ich mag rund, ich mag eckig und ja, die Sache mit den Farben, das verbindet dieses Bild auf jeden Fall. Wir haben dunkle Farben. Und wir haben schöne, helle Farben, das heißt auch einen wunderschönen Kontrast und alles schön in Zipptütchen. Wir haben auch ganz viele Jule-Farben dabei. Das zeige ich euch auch. Na, also ihr seht, ich komme da voll auf meine Kosten und ich weiß, diese schönen Farben, da stehen auch noch viele, viele andere von euch drauf. Und das ist einfach absolut ein Träumchen. Na, schaut, wie schön stimmig das alles ausschaut. Ja, ein reines Weiß gibt es nicht mit dabei, so wie ich es sehe, aber wir haben die 3865. Kommt bestimmt im Mond mit vor, kann ich mir vorstellen. Und in unserem Totenschädel, der auf dem Kessel ist. Ja, und hier ist unsere Legende. Die Legende ist nochmal alles richtig schön groß aufgeschlüsselt. Unser Symbol, die DMC-Nummer, wie viele Steinchen wir brauchen und die Grammangabe, die wir auch auf dem Tütchen finden. Haben wir hier zum Beispiel die 939. Davon brauchen wir 59 Gramm. Und ihr wisst, ein guter Händler, der schickt immer ein bisschen mehr Steinchen mit. Und tatsächlich mitgeschickt wurden uns 69. Na, also mehr als 10 Gramm. Mehr als wir eigentlich bräuchten. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ich hatte bisher bei noch keinem Bild von Pichu, dass mir irgendwie Steinchen ausgegangen sind. Und ja, das zeigt halt auch schon mal von ordentlicher Qualität. Vergleiche mal nochmal hier mit der 3865. Da bräuchten wir 8,5 Gramm und wir haben ein ganzes Tütchen mit 10 Gramm bekommen. Und ja, wer zum Beispiel sehr gerne aus Zipptütchen paintet, der kommt auch hier auf seine Kosten. Hier muss man nichts umfüllen. Wir kriegen unsere Steinchen, egal ob ihr jetzt in eckig oder rund bestellt, direkt ins Zipptütchen. Und ihr wisst, sowas mag ich total. Zipptütchen kann man einfach wiederverwenden. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut. Und für die Leute, die zum Beispiel noch kein Sortiersystem haben, die können auch direkt loslegen, weil die Zipptütchen einfach wiederverwendbar sind. Sehr viele painten ja auch aus Tütchen. So, was ich immer mache, wenn ich ein Bild bekomme mit Steinchen und ich habe so eine schöne Legende dabei, dass ich gucke, ob all meine Farben dabei sind. Das ist immer sehr gut. Das würde ich auch jedem raten, weil bei einem guten Händler, wenn er dann merkt, okay, es fehlt doch mal ein Tütchen, schreibt den Händler an, per E-Mail am besten.
Bei einem guten Händler findet ihr die Support-E-Mail auf der Seite, wo ihr das Bild gekauft habt. Und ja, da kann ich euch nur sagen, wenn das mal bei Pichu irgendwas, wenn da irgendwas sein sollte, meldet euch bei ihr. Pichu hat einen tollen Support und ihr bekommt dann auch wochentags zu den üblichen Zeiten, Geschäftszeiten, dann auch eine Antwort. Ja, also, oh mein Gott, ich freue mich. Okay. Übrigens, 310 haben wir hier nur ein kleines Tütchen. Die meisten Steinchen von einer Farbe, die wir haben, ist wirklich die 939, dieses schöne Dunkelblau. Finde ich richtig, richtig gut. So. Jetzt heißt es erstmal ein kleines bisschen eruieren. 158. Ich hole mir dann meistens auch einen Stift und hake dann ab, was ich schon alles habe. Und für ein paar Tütchen nehme ich euch mit. Den Rest machen wir dann im Schnelldurchlauf. Weil wir haben 55 Farben. Und 55 Farben zu kontrollieren, das dauert natürlich ein bisschen. Die 939 haben wir. Dann haben wir die 310. Wie gesagt, ich würde das wirklich raten. Nehmt euch einfach einen Stift und hakt es euch ab. Fangt gar nicht an, irgendwie die Tütchen jetzt erstmal irgendwo so der Reihe nach zu sortieren. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr Lust habt. Aber so geht es wirklich am einfachsten. Finde ich jedenfalls. Dann die 333. Die 961, oh, schaut euch diese schöne Farbe an. Auch richtig, richtig schön. 961, die 158. Dann haben wir hier so ein etwas dunkleres Fliederlila. 3743. Dann die 3747. Das ist so ein Grau, was aber so einen ganz leichten Lila-Stich hat. Finde ich sehr, sehr schön. Dann unser Off-White. Dann haben wir hier zum Beispiel 3823. Das ist so ein ganz sanftes Gelb. Ein bisschen pastellig. Die 915, das ist eine tolle Magenta-Farbe. Die ist richtig, richtig schön. 915. Dann ein schönes Petrol. Ne? Jule-Farbe, eindeutig. 518. Und die 3766 wird auch abgehakt. So. Wir beschleunigen das Ganze jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht, ich habe alles abgehakt und alle Steinchen sind dabei. Ich habe auch geschaut, es sind wirklich in jedem Tütchen mehr Gramm drin, als hier drauf steht, was ich richtig schön finde. Und auf der Legende steht auch nochmal das Logo von unserer Pichu und eine kleine Gebrauchsanweisung, wie es geht. Ne? Unsere Leinwand, wie man den Kleber oder das Wachs aufnimmt mit Einzelsätze und Mehrfachsätze, das Schiffchen, in dem man seine Steinchen reintut und wie man es setzt. Finde ich auch richtig schön, dass es bebildert ist mit Einzelsätze und Mehrfachsätze. Habe ich so bisher noch nicht gesehen übrigens. Ja, und hier ist unser Bild nochmal. Auch das Bild hat eine Itemnummer. Es steht auch nochmal drauf, ob wir runde oder eckige Steinchen haben. Und natürlich haben wir unsere Bildgröße mit dabei, hier in Zentimeter.
Ja, das Bild finde ich einfach wirklich niedlich, ne? Die süße kleine Miez mit ihrem Hexenkessel und ihrem Hexenhut, den Katzigeistern, wie gesagt, die finde ich halt besonders cute, vor allen Dingen hier. Diese kleine da. Also wir wollen es mal genau nehmen, ne? Wir haben zwei Katzigeister und zwei Vampirkatzis, Flederkatzis sozusagen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Auch diese kleinen Details wie hier die Pilze und die bisschen Gewächse an den Seiten, was auch nochmal ein bisschen Farbe mit reinbringt. Der Bücherstapel mit dem Kürbis und kleinen Kerzen noch mit daneben. Ich finde, das wirkt richtig schön stimmungsvoll, wie die Miez da unter den zwei Bäumen mit der Mondsichel im Hintergrund und noch so einen schönen Strahlen im Hintergrund. Ja. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall eine richtig tolle Artwork von Valja Wonka. So, ja, meine Steinchen sind komplett. Oh, ich bin steinreich. Ja, und wir wollen natürlich unser Schiffchen ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Das will ich euch nämlich zeigen. Und wir nehmen natürlich eine schöne Farbe. Wir nehmen die hier. Und das Schöne ist, dass diese Schiffchen auch für runde Steine geeignet sind. Runde Steine sind ja immer ein bisschen größer als eckige. Und ihr seht, wie schön sich die Steinchen hier im Schiffchen legen. Ich finde das richtig amazing, wenn er mich fragt. Und die Steinchen sind auch alles schön gleichmäßig groß, glitzern und funkeln schön. Also eine wirklich ganz tolle Qualität. Dann will ich euch natürlich auch zeigen, dass man die Steinchen gut ausschütten kann. Seht, da bleibt nichts kleben, nichts hängen. Geht einwandfrei. Und schon ist es leer. Ich bin happy. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich happy. Ja. Sehr schön finde ich auch, dass bei dem Schiffchen ein Stopper mitkommt. Na? Für viele ist das wichtig. Und wer mehrere von diesen Schiffchen hat, der kann ja auch sein Symbol auf so ein Schiffchen mit drauf machen. Es gibt ja wirklich Leute, die painten mit mehreren Schiffchen und mit so einem stapelbaren Schiffchen klappt das natürlich sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben. So. Das war es jetzt erstmal zu den Steinchen und wir legen uns jetzt das Bild nochmal unten auf den Boden und schauen uns das nochmal genauer an, dass ihr halt auch nochmal das Bild im Kompletten seht, auch die komplette Rasterung, also das Rendering, finde ich richtig, richtig schön. Und was ich vor allen Dingen ganz schön finde, dass wir kein irgendwie dickes Raster haben zum Painten. Damit schaut nämlich kein Raster bei diesen runden Steinchen durch. Das kann ja manchmal vorkommen. Und ja, das finde ich, ist auch sehr, sehr wichtig, wenn er mich fragt. Und da haben wir jetzt unser Bild in voller Pracht. Und ja, ich würde am liebsten anfangen. Ich werde es jetzt dann aber wegräumen. Bis zum 1. September, wobei ich werde wahrscheinlich Ende August mit euch ein Kitting-Up zu dem Bild drehen. Das muss einfach sein, dass ich dann direkt am 1.9. loslegen kann. Ja. So sieht es aus. Und ich zeige euch nochmal den wunderschönen Druck. Na, also. Wirklich, ich bin begeistert. Ich habe jetzt mal hier die Folie zurückgeschlagen und den Kühlschrankmagneten als Covermount zweckentfremdet. Das geht sehr, sehr gut. Ich habe einen kleinen Magneten drunter gemacht. Es hält dann auch schön. Und
Ja, so werde ich auf jeden Fall mit dem Bild arbeiten. Ich werde das nur so machen, wie ich es immer mache, immer Bahn für Bahn. Und ja, dann gucke ich mal, ob ich komplett mit dem Carbaminder arbeite oder ob ich mir später dann doch wieder mit einem Washi-Tape das Bild einteile. Das werde ich sehen. Aber den Anfang werde ich auf jeden Fall mit Carbaminder machen. Das mache ich eigentlich immer sehr, sehr gern. bei mir kommt es immer je nach Lust und Laune drauf an. Deswegen jetzt schon entscheiden, ob Carbaminder oder doch dann kleine Stellen freischneiden. Das muss ich dann sehen, wenn ich das Bild bearbeite. Ja. Unsere Legende haben wir an einer Seite. Sie geht von oben rechts nach unten. Wie gesagt, man sieht alles schön groß gedruckt, was ich sehr, sehr gut finde. Da oben haben wir nochmal unsere Pichu im Hasenkostüm. Oben in der Mitte unser Logo von Pichu Moon Art. Und links oben nochmal die Bild-ID, runde Steinchen und unsere Bildgröße. Und unten nochmal alle Social Media Kanäle von Pichu. Die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Und ihr seht, wie schön glatt das Bild, wie gesagt, schon liegt. Na, das ist eine sehr, sehr schöne Leinwand. Ich mag das, wenn Leinwände so eine gute Qualität haben, wenn man sie ausrollt und die sich einfach nicht mehr rollen. Es ist wirklich ein riesengroßer Vorteil und man kann wirklich direkt anfangen zu painten. Wir gehen jetzt nochmal an den Tisch und ich erzähle euch noch ein bisschen was zu den Events, zu denen man zum Beispiel das schöne Bild painten kann. Zurück am Tisch und ich habe nochmal den süßen kleinen Brief von der Pichu rausgesucht. Und da stehen nämlich die zwei Events drin. Einmal Trills for Chills und das deutsche Pendant dazu, Bohrer und Schüttelfrost. Ja, Trills and Chills war das erste Event in der Art, was es da so gab. Und das stammt von amerikanischen YouTubern oder englischsprachigen. Und unsere liebe Katrin hat das sozusagen 1:1 ins Deutsche übersetzt mit diesem tollen Namen Bohrer und Schüttelfrost. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und beide Events starten am 1.9. und gehen bis zum 31. Oktober, also 2 Monate. Das finde ich immer sehr schön, wenn Events genügend Zeit haben. Und ja, in der Zeit gibt es meistens dann von den Veranstaltern auch mehrere Videos mit kleinen Aufgaben. Es gibt immer was zu gewinnen. Und ja, wer da mitmacht und sein Bild paintet und dann sozusagen das Endergebnis als Foto mit einreicht, der kann dann meistens schöne Sachen gewinnen. Ich habe die letzten 2 Jahre mitgemacht und es war immer ein sehr schönes Erlebnis. Mich hat es auch immer gefreut zu sehen, was haben andere gepaintet. Und da freue ich mich auch schon wieder drauf, einfach zu sehen, was andere dann so Schönes in der Zeit machen. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal ein Halloween-Pichu-Bild painten kann. Ich hatte vor 2 Jahren schon mal ihr Mystery-Paket und da gab es auch schon ein Motiv von ihr. Das hatte sie damals selber erstellt. Fand ich sehr, sehr toll. Man wusste nicht, was rauskommt. War auch ein Katzi-Bild sozusagen, Halloween-Katzi mit Kürbis. Und ja, auf dieses freue ich mich jetzt dann dieses Jahr. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Vom Kitting Up bis hin zu Paint With Me's. Und ja, vielleicht gucke ich mir auch ein paar Videos an und schaue mal, was es da so für Aufgaben gibt. Das werde ich dann aber sehen, je nachdem, wie ich Zeit, Lust und Laune habe. Aber painten werden wir auf jeden Fall dieses schöne Bild. Eventuell auch ein zweites. Na, wenn ich viel Zeit habe, dann schaffe ich in der Zeit auch 2, weil beide Bilder sind mit runden Steinchen, was wirklich sehr gut geht. Und ja, September, Oktober sind ja meistens dann schon wieder so Zeiten, wo man nicht mehr ganz so viel im Garten macht.
Deswegen, ja, werde ich dann hoffentlich genügend Zeit auch zum Painten haben. Ja, Drills and Chills ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsevent. Und es war auch das erste Event, was ich bisher mal wirklich mitgemacht habe oder mitgemacht hatte. Und ja, ihr wisst, Events ist immer so eine Sache. Ich mag Events, ich mache es da eigentlich auch sehr gerne mit. Allerdings ist es halt so oft, dass ich bei vielen nicht mitmache, weil ich einfach den Zeitdruck bei Events nicht mag. Geht ein Event aber 2 Monate und ich habe ein Bild, wo ich weiß, okay, das schaffe ich dann eigentlich locker in 2 Monaten, dann ja, kann ich mir das eigentlich doch dann recht gut vorstellen. Aber Drills and Chills, das ist so dieses Event, wo ich halt einfach für mich von meiner Painting-Karriere von Anfang an dabei war und bisher auch immer mitgemacht habe und das dann auch geschafft habe, ne, in der Zeit. So. Und ich muss sagen, es gibt viele schöne Events, aber Drills and Chills oder Bohr und Schüttelfrost, das sind für mich so die Events, die mir am meisten bedeuten. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, in der Herbstzeit habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit zum Painten als zum Beispiel im Sommer oder so. Ja, deswegen finde ich das richtig, richtig genial. So. Ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich mir hier die Tütchen so hinlege. Die werde ich jetzt wieder zurück in die Aufbewahrung tun. Und dann, wobei, nee, ich werde nicht die Tütchen nehmen. Ich werde die Legende und die Tütchen, die wir hier haben, in eine Meshtüte tun. Und die Meshtüte zusammen mit der Leinwand, ja, gleich hier ganz in der Nähe aufbewahren. Das wird gar nicht weit weggeräumt. Wir haben jetzt zwar Anfang Juli, aber ihr wisst, die Zeit rennt. Und dann ist ganz schnell Ende August, wenn ich das Kitting abmachen möchte. Und ja. Damit ich dann nicht anfange zu suchen, werde ich dieses Bild auch gleich hier im Wohnzimmer mit belassen, damit ich es dann sofort zur Hand habe, wenn ich weiß, hey, jetzt kann ich loslegen, jetzt machen wir unser Kitting ab und der 1. September nähert sich. Dann sind wir auf jeden Fall mit dabei mit unserem Halloween-Pichu-Bild und den Events Drills for Chills. Und Boro und Schüttelfrost. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Meine Tasse, die kommt jetzt direkt in die Küche. Die werde ich einmal ausspülen. Und morgen werde ich die Tasse auch direkt für meinen Morgenkaffee nehmen. Da freue ich mich schon drauf. Mein Covermagnet, den habe ich mir hier an meinem, also nicht der Covermagnet, das ist ja ein Kühlschrankmagnet, wir wollen ja mal korrekt sein, den habe ich mir hier an meinen Tisch erstmal festgemacht. Der hat einen Metallrahmen, da kleben nämlich die Covermagnet richtig gut dran. Und ja, mein Schiffchen, das wandert hier auf dem Tisch. Mit dem kann ich ja auch schon jetzt arbeiten. Sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle wichtigen Sachen verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, schaut doch gerne mal bei der Pichu vorbei. Und wie gesagt, wenn ihr nicht das ganze Halloween-Paket haben möchtet, sondern nur das Bild, schaut bei ihr vorbei. Sie hat es auf Lager und ja, dann müsst ihr gar nicht so lange warten und habt das Bild dann auch wirklich pünktlich zum 1.9. dann auch bei euch. Ich finde es auf jeden Fall richtig toll. Und ja, ich kann euch nur raten, schlag zu, ich freue mich drauf. Und ja, mit dem schönen Bild werden wir uns garantiert öfter wiedersehen. Bis dahin, ihr Lieben, ciao und bis bald.